Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Farpoint. Ich sitze mittlerweile auf meinem unsichtbaren Stuhl und ich muss sagen, es geht. Ich kann mich drehen. Ist eigentlich perfekt. Muss ich den ganzen Tag rumstehen? Ich habe eigentlich gedacht, rumstehen ist ganz cool. Aber es tut nach einer Weile so weh. Das ist unglaublich. Deswegen sitzen wir heute jetzt mal. Aber das geht ja auch alles, ne? Ja. Easy. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Vielleicht sollte ich mit der Sniper umlaufen. Ich finde es ein bisschen blöd, dass mein Gewehr automatisch weggenommen worden ist. Aber wahrscheinlich brauchen wir die Schrotflinte einfach nochmal. Okay, die Schrotflinte bringt es einfach nicht. Das war close. Okay. Guck mal kurz, ob alles in Ordnung ist. Wird gesehen. Mein Mikro ist nicht zu weit weg. Perfekt. Meine Nase juckt. Perfekt. So soll es sein, wenn die Kamera an ist. Wenn die Kamera an ist, juckt meine Nase sofort. Keine Ahnung warum. Meine Nase hat etwas gegen die Kamera. Ah, gucken wir mal, wie es weitergeht. Kriege ich vielleicht eine neue Waffe? Hinweis: Zur holographischen Datenrettung bitte alle Fragmente lokalisieren und scannen. Was war das? Oh, das ist eine Harmonika. Einer der Ingenieure hat sie gespielt auf seinen Runden. Ich kenne den Namen nicht. Ist jetzt wohl auch egal. Sein Name war Bruce. Ich kannte ihn ein bisschen. Netter Kerl. Er und seine Frau hatten 7 Kinder. Kannst du dir das vorstellen? Ehrlich gesagt, nein. Echt nicht. 7 Menschen von einer Frau? Die Arme. Sie muss sie jetzt alleine großziehen. Sag das nicht. Sag das nicht, ich suche ja noch. Na gut, gucken wir mal. Ja, ich bin ein bisschen eingeschränkt jetzt in der Bewegung, aber hey, das funktioniert. Außerdem kann ich immer gucken, wo die Kamera ist. Das ist schön. Ich habe eine Uhr. Ich finde das faszinierend, dass man hier sogar eine Uhr hat und man weiß, wie spät es ist. Wenn man sich in der Zeit nicht verliert. Weil das ist ein großes Problem bei VR. Man hat kein Zeitgefühl. Also man hat nicht mal eine Uhr. Außer hier. Hinweis. Pilgrim lokalisiert. Gott sei Dank. Dort müssen sie sein. Datenrettung teilweise abgeschlossen. Neue holographische Dateien stehen zur Verfügung. Abspielen. Tag 7. Und das Merkwürdigste überhaupt an diesen Bodenproben ist, dass die Mikroorganismen hier drin keine evolutionären Gemeinsamkeiten besitzen. Als wären sie alle aus verschiedenen Ökosystemen. Ich meine, sie unterscheiden sich voneinander genauso sehr wie von uns. Gott, man könnte sein ganzes Leben hier verbringen und würde dabei gerade so an der Oberfläche kratzen. Kannst du bitte keine Zeit mehr damit verschwenden? Es ist nicht relevant für unsere Heimkehr. Es ist nicht hilfreich für unser Überleben. Wenn wir hier nicht wegkommen, ist es egal, wie interessant dieser Ort ist. Niemand wird es erfahren. Mach doch wenigstens einen Plan für die Rationen. Oder vielleicht... Vielleicht... Weißt du was? Ich bin echt gemein. Tut mir leid.
Ich laufe nur schon echt ewig hier rum. Ist okay. Ich weiß. Du hast definitiv den Kürzeren gezogen. Ich bin eigentlich ziemlich nett, ich schwör's. Ach ja? Ich sehe den Dom! Das Herzstück der Pilgrim! Da! Woo! Oh yeah! Ja! Okay! Nur noch ein Stück! Wir kommen hier weg! Wir kommen hier sowas von weg! Na, ich weiß ja nicht. 30 Jahre mit den ganzen Viechern? Ich bezweifle, dass da irgendwer überlebt hat. Jetzt bin ich unten. Da ist das Herzstück der Pilgrim. Pilgrim. Komischer Name. Muss man sich aber merken. Fragmente lokalisieren und scannen. Ich bin endlich hier. Ich bin im Herzen der Pilgrim. Siehst du Überlebende? Nein, noch nicht. Moment. Hallo? Wo seid ihr denn, Leute? Grant, du solltest zusammenpacken und herkommen. Sie wollen bestimmt sehr bald aufbrechen. Hallo? Sie müssen doch hier sein. Eva, deine Sauerstoffreserven sind jetzt bei 48%. Jetzt warte einen Moment, okay? Sie sind hier irgendwo. Ja. Sieht's auf jeden Fall so aus, du. Die haben bestimmt alle überlebt. Was ist da hinten damit auf sich? Ich darf mich von der Kamera nicht wegdrehen. Sieht cool aus. Ein Komet gegengeschleudert oder so. Ich bezweifle, dass ich hier alleine bin, Freunde. Und das da blinkt immer noch. Was das auch immer darstellen soll. Das ist nur der Schrott, der umherwandelt. Alles in Ordnung. Scheiße. Hier kannst du kaum durchschießen. Aber es schmeckt mir gar nicht, hier zu sein, Leute. Es schmeckt mir nicht. Zwei mit einem Schuss. Das schmeckt mir. Und ich wette, dass das unser Ziel ist. Ich hätte sofort im Sitzen spielen sollen. Das ist viel angenehmer. Kann man viel besser zielen, weil dann wackeln die Hände auch nicht so.
War da gerade etwas Fettes? Scheiße. Hallo? Ach, verdammt. Nächster Versuch. Alter, ich treffe ihn nicht. Was zum Teufel? Wo ist die Kamera? Das ist so verflucht. Nicht dein Ernst. Nimm mich so flauschig. Wir haben gerade zuerst auf die Raketendrohnen zielen. Habe ich gemacht. Wir haben gerade Mr. Flauschigs Verstecken ein bisschen auseinandergebaut. Darüber ist er wahrscheinlich nicht so happy. Verdammt. Keine Raketen. Okay, geschossen hat er nicht. Jetzt haut er ab. Gut, geh lieber weg, bevor du mich nochmal erschreckst. Okay. Oh, ein bisschen runtergerutscht. Was soll's? Was zur Hölle war das denn? Ganz ehrlich, ich wünsche mir die Spinnen zurück. Alle Fragmente scannen. Also wenn es ein Scherz ist... Ist da wer? Wieso versteht sie es nicht? Sind alle tot. 30 Jahre, das ist vielleicht sogar länger. Wer weiß das schon?
Sicherheitshalber. Man weiß nie, was da rauskommt. Kamera immer noch vor mir. Was sind das für Dinger? Ach, Laternen. Ich glaube nicht, dass Laternen gefährlich sind. Okay, wie sieht unser Plan aus? Was machen wir jetzt? Wir machen einfach so weiter, okay? Schau einfach auf deine Monitore. Die Pilgrim. Ich glaube, das ist das Herzstück. Naja, zumindest im Wasser gelandet und ansatzweise aktiv. Wenn auch ziemlich vermodert. Ich bezweifle, dass dieses Wasser gesund ist, aber wir gehen mal kurz hin. Ja, es hat mir Schaden zugefügt. Es ist nicht gesund. So, mein Kabel hochholen. Stören die mich auch nicht. Das sind 30 Jahre, Mädel. 30 verdammte Jahre. Was erwartest du, dass sie 30 Jahre lang hier warten? Dann sind bestimmt die Rohstoffe ausgegangen und dann mussten sie weiterziehen. Hallo? Ist irgendjemand hier? Ist noch irgendjemand am Leben hier? Hallo? Bitte! Eva, es wird schon bald dunkel. Ich werde hier nochmal alles absuchen, verstanden? Und dann finde ich jemanden. Irgendjemanden. Datenrettung vollständig abgeschlossen. Alle holographischen Dateien stehen zur Verfügung. Das sind die letzten. Okay, abspielen. Sieht man überhaupt meine Waffe? Tag 18. Hey, du solltest was essen. Ich habe was entwickelt, das uns helfen kann. Schau es dir an. Künstliche Photosynthese. Diese Schätzchen nutzen Tageslicht und produzieren daraus Proteine, Kohlenhydrate und Sauerstoff für uns. Unbegrenzt. Ich gehe und platziere die hier oben auf dem Berg. Ich bin in ein paar Stunden wieder zu Hause. Sag dazu nicht zu Hause. Oh, die ist ein bisschen pissig. Nicht rausgehen, ohne es mir zu sagen. Das ist gefährlich. Wir sind doch ein Team. Schau, so haben sie es gemacht. Es war keiner in der Pilgrim, als wir kamen, weil sie schon weg waren. Sie reparierten einen Shuttle und verschwanden dann. Und wir werden das Gleiche machen. Eva. Sie hatten wahrscheinlich mehr Leute als wir, aber wenn wir... Eva! Was? Wir müssen reden. Komm mal raus. Okay, was? Schau hoch. Dieser Stern. Sein Kern leuchtet besonders, denn er verliert seine Wasserstoffschicht schneller als die anderen. Das ist ein völlig einzigartiges Verhalten für einen Stern. Du erkennst ihn.
Du weißt, wo wir sind. Er heißt Ulas 744. Einer der am weit entferntesten Sterne von der Erde. Wenn du weißt, wo wir sind, kennen wir die Route nach Hause, richtig? Ja. Aber das heißt auch, dieser Planet liegt fast 800.000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Sagen wir, du reparierst das Shuttle. Ohne ein Wurmloch zur Überbrückung der Distanz dauert die Reise zur Erde... Sie würde... Die Reise dauert... Wie lang? 3 Milliarden Jahre. Falls wir ankämen, wäre die Sonne schon lange ausgebrannt, die Erde wäre vereist, die ganze Menschheit wäre fort. Wie sollen wir denn dann nach Hause kommen? Zu Hause ist vielleicht nicht mehr die Erde. Vielleicht ist es hier. Lass mich bloß in Ruhe. Okay, okay, okay. Hier ist Eva Tyson. Kann mich irgendjemand hören? Wiederhole, hier Eva Tyson. Kann mich irgendjemand hören? Tag 87. Es ist nicht viel, aber ich habe einen Geburtstagskuchen. Ich will dich nicht kennen. Irgendwer... Bitte, irgendwer muss da draußen sein. Tag 123. Tut mir leid. Drück mich. Look around your world, pretty baby. Is it aching with some nameless need? If there's something wrong and you can't put your finger on it, right then, roll to me. Ich bin jetzt deine persönliche Delamitri Jukebox, bis du mir verzeihst. Für was? Die Wahrheit schmerzt. Und als du sie gesagt hast, tat das weh. Aber das gibt mir nicht das Recht, dir weh zu tun. Es tut mir leid, Grant.
Zuhause ist vielleicht hier. Gott, die reden so leise. Der ist wieder Geburtstag. Happy Drei Jahre. Tag 1530. Die Schwanger. Ist die blöd? Ja, das stimmt. Darum, Eva. Geschichte, Mom. Meinst du nicht, diese Geschichte ist etwas zu gruselig? Mom. Okay. Also. Das Wurmloch öffnete sich und es verschluckte die ganze Station. Und mich und deinen Dad. Und den Piloten, denke ich. Ist das die Person in dem kleinen Schiff? Ganz genau. Das kleine Schiff. Es verschluckte uns alle, einen nach dem anderen. Wart ihr tot? Nein, wir waren nicht tot. Denn ich erzähle dir ja die Geschichte. Nochmal. Was ist das? Grant? Komm, Süße, na los. Geh da rein. Grant! Oh mein Gott! Und jetzt? Jetzt suchen wir sie wahrscheinlich. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Dann schauen wir, wie es weitergeht. Haut rein, euer Serum. Tschüss.